sehen meine müden Augen hier in der Stahlburg. Garderobe, goldene Schuhe. Und goldene Schuhe, das heißt mal wieder Rapunzel-Report. Und wo der Rapunzel-Report ist, da ist die Stefanie Kunkel nicht weit. Darf ich vorstellen? Bitte? Stefanie Kunkel. Na, du süße Maus, wo kommst denn du her? Na, das weißt du doch, von unter der Bühne. Von unter der Bühne? Ja. Bist du da immer? Na klar. Ach, super. Ich bin doch die, die euch immer einsagt, wenn ihr den Text mal wieder nicht wisst. Ach ja, ja, komm. Ja. Du hast mein Stück noch gar nicht gesehen. Natürlich, jeden Abend, wenn du spielst. Ach komm. Ja. Weißt du, was ich gehört habe? Dass da unten jemand schnarcht unter der Bühne. Nein, aber ich schnarch ganz leise. Ja, ist okay, aber du konntest mir den Text nicht ansagen. Und ich hatte ganz schöne Hänger letztes Mal. 3 Monate Sommerpause. Verzeihung. Ja, da hätte ich dich echt gebraucht. Da gebe ich den Käse aus für. Ja, cool. Ja, einen richtig guten. Ja? Was isst denn du gerne? Also ich esse gern Mozzarella, Käse auch manchmal, Käsefuß. Ja, dann nehmen wir Mozzarella. Ja, Mozzarella. Gut. Ja, aber weißt du, kannst du mal ein bisschen erzählen über Rapunzel Report? Was ist denn deine Lieblingsfigur da? Meine Lieblingsfigur? Ja. Das ist die Stiefschwester. Oh, die Stiefschwester? Ja, die finde ich auch toll. Die finde ich ganz toll. Ja, die finde ich ganz toll, ganz toll. Hast du schon mal gehört? Ja, die Stiefschwester. Ja, die Stiefschwester, die singt. Ja, die singt hervorragend. Ja. Ja. Sie probiert es zumindest. Ja. Und Don Röschen ist auch dabei. Ja, Don Röschen auch. Ja. Und Rapunzel und alle. Und alle. Und Schneewittchen. Nein, Quatsch. Aber Rapunzel ist dabei, tatsächlich. Ja. Und der Schuh. Wollen wir mal überlegen, wem gehört denn der Schuh? Hältst du mich jetzt für bescheuert oder was? Nee, sag mal. Der gehört Schneewittchen. Ach du, ja, überleg mal. Aschenputtel. Ja, Aschenputtel. Ja. Blöderweise hat mein Aschenputtel, die ich auch sehr liebe und sehr gern spiele, aber die hat einen Putzfimmel. Ui. Ja, einen ziemlich heftigen sogar. Ist ein bisschen, bisschen heftig, aber ist trotzdem schön. Ja. Ja, das ist ja schon anschaubar, ne? Wie die dann immer so putz. Ja, genau. Man kann sich ja auch ein bisschen, reinfühlen, nicht wahr? In den Putzfimmel? Ja. Ja. Also so in Maßen natürlich. Ja, ich weiß ja nicht, wie es bei dir da unten aussieht. Ach, bei mir ist alles picobello. Mhm. Genauso gemütlich, wie es sein soll. Mhm. Man darf ja nicht zu viel Schmutz wegmachen, ne? Dann ist ja nicht mehr bequem. Nee. Aber sag mal, gibt's da auch so einen schönen Prinzen? Ja, aber nicht in echt. Nicht in echt? Mhm. Schade. Ja, schade, ne? Aber einen echten Prinzenchor, wo sollten wir den jetzt da bei dir vielleicht unten unterbringen, damit der an meinem Zopf zum Beispiel... Ja, ich meine, vielleicht kann ich ja auch mal. Ja. Darf ich mal dein Prinz sein? Ja. Oh ja. Du bist den Zopf hoch. Ja. Ja. Und dann guckst du über den Balkon. Ja. Machen wir das. Das probieren wir das nächste Mal aus. Ja, ich nehme dich damit. Ja, cool. Ja. Sag mal, Steffi. Ja. Darf ich mir bis dahin mal deine Schuhe ausleihen? Okay, aber morgen Abend brauche ich die. Ja, ich bring die wieder. Ja, alles ganz klar. Geputzt. Alles klar? Ja? Ja. Oh, toll. Oh, Käsefuß. Oh, tschüss. Fuß, Käse, tschüss.